Tesla ändert stillschweigend die Reichweite. Tesla senkt in den USA Reichweiteangabe. Also da passiert momentan sehr, sehr viel und ich habe mir online wie offline auch den unternehmischen Kommentar zur Reichweitenangabe mal anhören müssen und das möchte ich jetzt hier ganz gerne mal einordnen. Und damit herzlich willkommen hier auf dem Kanal der leichten Unterhaltung. Mein Name ist Thorsten Ludwig. Herzlich willkommen hier auf mein Kanal. Ja, es gab teils hämische Kommentare, online wie offline, weil Tesla in den USA die Reichweite gesenkt hat. Ich würde das ganz gerne einordnen, denn der Grund dafür ist die neue Vorgabe, die die US-Umweltbehörde EPA gemacht hat. Was ist überhaupt die EPA? Fangen wir mal vorne an. Da stellen wir uns mal ganz dumm. Das ist nämlich der EPA, das ist der Elektron, es ist nicht die elektronische Patientenakte, sondern der Environmental Protection Agency Circle. Und der wird in den USA seit 2008 verwendet. Und die EPA, also Umweltbehörde der USA, die regelt nicht nur die Werte der Elektroautos, sondern grundsätzlich die Werte von den Autos. Wie hoch darf der Verbrauch sein? Wie hoch sollen die CO2-Werte pro Meile sein? Und so weiter. Und da hat die EPA, die amerikanische Umweltbehörde, einiges geändert. Zum Beispiel darf der CO2-Ausstoß in den USA statt 82 Gramm pro Meile nur noch 51 Gramm pro Meile sein. Die Flottenemissionen wurden verschärft und im Endeffekt verspricht sich da die Umweltbehörde natürlich andere geringere Verbräuche an Diesel und Benzin und hofft damit Milliarden Tonnen an CO2 einzusparen und Milliarden Barrel an Öl nicht mehr importieren zu müssen. Das Ganze gehört übrigens zu diesem Pakt, den der Joe Biden gemacht hat, dieser Umweltpakt. Die Frage bleibt natürlich offen, was passiert, wenn die Republikaner tatsächlich im November gewinnen sollten, ob dann wieder alles rückgängig gemacht wird. Das führt natürlich auch in irgendeiner Form zum Stillstand, aber wir werden sehen, was auf uns zukommt, denn es ist auch klar für die amerikanische Automobilindustrie, die immer noch natürlich mehrheitlich Verbrenner produzieren, wird es alles teurer. Und das Geschrei der Verbrennerindustrie, das kennen wir ja auch bei uns. Und deswegen müssen wir halt abwarten, was dann letztendlich passiert, ob sowas wieder zurückgenommen werden kann, um die heimische Industrie zu schützen, wenn die Republikaner an die Macht kommen. Aber im Moment ist es eben so, dass die EPA diese Standards erhöht hat. Und zwar müssen Elektroautos, also EPA, wie gesagt, nicht nur für die Elektroautos, aber eben auch Elektroautos, die müssen 3 Zyklen durchlaufen. Ein Single Cycle City Test, ein Single Cycle Highway Test und den Multi Cycle City Highway Test. Wer hätte das gedacht? Und hier, ich gehe jetzt nicht alle Tests durch, aber es geht zum Beispiel darum, ein Auto wird aufgeladen, dann wird es die ganze Nacht stehen gelassen und am nächsten Tag geht es erst zu den Test. Oder bei einem Stadtzyklus-Test wird die Batterie komplett auf Null gefahren. Oder Ladeverluste werden auch mit berücksichtigt. Die Lebensdauer einer Batterie soll verlängert werden, ist ja momentan schon sehr, sehr lang. Und wir hören es ja sicherlich, was passiert, wenn ich in 2-3 Jahren die Batterie wechseln muss. Das ist natürlich totaler Bullshit. Aber dennoch bezieht die EPA auch den Lebenszyklus der Batterie mit ein. Das heißt, die Batteriedauer soll verlängert werden und dazu müssen natürlich die Hersteller zusätzliche Tests einführen. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge andere Tests, die die Industrie durchführen muss, um diesen EPA-Standards zu erfüllen. So, jetzt kommt aber das hüpfende Komma oder der springende Punkt, denn ausschlaggebend ist, dass am Ende das Ergebnis einer Reichweite mit 0,7 multipliziert wird. Beziehungsweise analog der Verbrauchswert
also die Kilowattstunde, die verbraucht wird, die wird durch 0,7 geteilt. Und das führt jetzt zu diesen Änderungen. Das heißt, einfach ausgedrückt, 100 mal 0,7 sind eben 70. Aha. Und wenn ein Auto ungefähr 20 Kilowattstunden verbraucht auf 100 Kilometer und ich teile das durch 0,7, dann sind es nicht mehr 20 Kilowattstunden, sondern laut EPA 28 Kilowattstunden. Aha. Und wir stellen ja nun gerade fest, dass wir bei zweistelligen oder hohen einstelligen Minustemperaturen bei uns hier in Deutschland viel, viel mehr verbrauchen, als wir im Sommer verbrauchen. Das heißt, es wird alles etwas realistischer, denn diese, weiß ich nicht, 16, 17, 18, 20, 21 Kilowattstunden, die einem da so meistens versprochen werden, die gelten natürlich im Winter nicht mehr. Da sind es wesentlich mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, das gleicht sich dann schon irgendwo an, aber das sind eben die Vorgaben der EPA. Im Grunde sind sie ja verbraucherfreundlicher, denn es kann nicht mehr so viel, sagen wir, geschummelt werden. Also, die Ergebnisse werden mit 0,7 multipliziert, was die Reichweite anbelangt, oder aber die Verbrauchswerte, die werden durch 0,7 geteilt. Und so ergeben sich natürlich niedrigere Reichweiten bzw. höhere Verbräuche. Und das ist das, was Tesla jetzt umgesetzt hat. Übrigens hat das nicht nur was mit Tesla zu tun, das muss jede Firma machen, die in den USA ein Auto verkauft, egal ob ein Verbrenner oder ein Elektroauto. Also es hat nichts mit Tesla zu tun, aber natürlich steht bei uns in der Presse immer, Tesla macht dies, Tesla macht jenes, Tesla betrügt die Leute, Tesla verringert die Reichweite. Nein, das muss jedes Auto machen. Leider muss ich dazu sagen, zunächst mal nur in den USA. Es wäre natürlich auch schön, wenn das Ganze bei uns auch umgesetzt worden wäre. Das wäre natürlich toll, wenn der WLTP-Standard sich so ein bisschen mehr an den EAP-Standard orientiert und zum Beispiel auch mit 0,7 die Reichweite multipliziert oder den Verbrauchwert durch 0,7 teilt. Oder wir auch ganz einfach den Standard übernehmen. Das wäre für uns Verbraucher sicherlich eine wesentlich hilfreichere Sache und ist also überhaupt kein Grund zur Häme. Übrigens, kleiner Fun Fact am Rande, das Tesla Model 3 Long Range wurde von der EPA von 333 Meilen auf eine Reichweite von 341 Meilen hochgesetzt. Aha. Das habe ich übrigens in unseren Medien überhaupt noch nicht gelesen. Also, das soll es schon gewesen sein. Ich hoffe, dass ich das Ganze jetzt so ein bisschen einordnen konnte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr noch einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Das würde mich sehr freuen und dem Kanal natürlich sehr helfen. Und wenn ihr Kommentare dazu habt, unten gerne in die Infobox schreiben oder in die Kommentarzeile schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Servus, ciao.